Moin moin liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu unserem Let's Play von Hogwarts Legacy. Wir sind gerade dabei, hier einen Bohrer von Renwalk zu stoppen. Dafür sollen wir hier noch so eine Säule zerstören. Da hinten ist der Bohrer. Und wir gucken uns nochmal um. Wir haben nämlich hier einen Kampf gerade hinter uns gehabt. Aber wir haben soweit alles eingesammelt. So, der Bohrer wird zerstört. Oh, Renrock. Du. Das ist ungünstig. Aber egal. Wir bauen noch einen. Ich habe den da draußen gefunden. Lord Gog. Willst du dich entschuldigen, Kleiner? Ich will es beenden. Was hast du mir mitgebracht? Oh. Das kann nicht sein. Die ganze Zeit wusstest du, wo es war? Nicht! Geht es dir gut? Ich werde dich nie verstehen, Lord Gog. So naiv. Die Hexe hielt dich nicht für ebenbürtig. Sie, wie alle anderen ihrer Art, hat dich doch nur benutzt. Das stimmt nicht, Renrock. Die Jüngeren sind besonders tückisch. Man lehrt sie, ihre Verachtung zu verstecken, um uns auszunutzen. Unfassbar, dass unsere Vorfahren sich jemals vertrauten. Die ganze Zeit suchte ich überall das letzte Behältnis. Ich suchte vergeblich nach Blackmores letztem Buch. Verschwendete meine Zeit, Kind. Und mein Bruder wusste die ganze Zeit Bescheid. Bruder. Aber ich brauche dich nicht mehr. Ich brauche euch alle nicht. Ich wollte es dir bringen. Du bist eine Schande für die Kobolde. Schnell weg hier. Aber was ist mit Lord Gog? Hat er das überlebt oder? Ja, ist er jetzt gestorben? Armer Lord Gog, vom eigenen Bruder ermordet. Deshalb hat er so sehr versucht, ihn aufzuhalten. Rebellion. Und jetzt nichts wie raus hier. Ah, okay, wir sind wieder am Anfang. Ja, nichts wie raus hier. Das hätten wir erledigt. Und wir sind Renrock nochmal entkommen. Ich muss mich mit Fake in der Kartenkammer treffen. Er und die Hüter müssen erfahren, dass Renrock das Tagebuch hat und weiß, wo das letzte Behältnis ist. Das ist eine super Idee. Was haben wir denn hier noch? Das letzte Akio-Duell. Ja, cool. Da bin ich mal gespannt. Da haben wir ja im letzten Akio-Duell nicht so gut abgeschnitten. Wir haben ein paar Anläufe gebraucht, um unseren Gegner zu besiegen. Das ist manchmal gar nicht so einfach, den richtigen Zeitpunkt zu finden. Ich bin mal jetzt auf das letzte Match gespannt. Ich glaube, es ist das letzte jetzt. Da ist schon alles aufgebaut. Sie sind mein Gegner im Akio-Duell, Professor Ronan? Der bin ich. Auch Professoren dürfen sich hin und wieder amüsieren, wissen Sie?
Ja, Sie haben recht. Aber natürlich. Ich freue mich auf ein Duell mit Ihnen. Geht mir genauso. Ich spiele schon seit Äonen. Sie haben also keine Chance zu gewinnen. Sollen wir trotzdem loslegen? Na gut. Ich bin bereit. Na, dann wollen wir mal. Okay, hier gibt es sogar 100 Punkte, wenn wir da raufkommen. Wow. Akio. Ja, den müssen wir eigentlich runterschieben. Gut gemacht. Akio. Perfekt. Habe ich sie etwa gelehrt, so zu spielen? Nee, ich glaube Akio. Nicht. Na, den müssten wir auch versuchen wegzuschieben am besten. Ja, das werden wir nicht schaffen, aber 50 Punkte haben wir trotzdem geholt. Wir liegen immer noch in Führung. Wenn er jetzt keine 100 Punkte macht, dann haben wir das gewonnen. Okay, er macht keine 100. Schwierig. Wir machen alle Fehler. Wisst ihr, was wir machen? Wir ticken den nur mal an. Okay, wir haben trotzdem gewonnen. Und damit haben Sie noch eine Gelegenheit zu lernen und zu wachsen. Wunderbar, ein solches Können in Ihrem jungen Alter. Beim ersten Versuch, Leute. Cool. Sehr gut. Sie haben mich in meinem Spiel geschlagen. Ich bin ein Naturtalent. Tja, jetzt können Sie mir wohl nicht mehr viel beibringen. Es gibt immer etwas zu lernen. Sehen Sie, ich habe Sie etwas gelehrt. Als neuer Akio-Duell-Champion haben Sie ein Zeichen der Anerkennung verdient. Werden Sie nur nicht übermütig. Okay, die Handschuhe des Champions im Akio-Duell. Cool. Ah ja, und wir haben eine neue Stufe erreicht. Da wollen wir auch nochmal gucken. Zaubersprüche. Descendo löst eine Schockwelle aus, die rund um das Ziel Schaden verursacht. Die dunklen Künste. Ja, Flipendo hat auf den Gegner denselben Effekt wie ein Fluch. Und da sind alle verfluchten Gegner getötet, wenn wir Avada Kedavra nachher ja mal anwenden. Wir haben zwei verfügbare Talentpunkte. Nehmen wir einmal den. Den nutzen wir ja häufiger mal. Und Arrest Momentum, ja, da müssen wir mal gucken. Würde ich jetzt noch nicht investieren, den Punkt. Ja, damit wären wir auch im Akio-Duell erstmal fertig. Wir schauen uns nochmal um. Aufträge. Ja, begib dich zur Kartenkammer, bleibt dann eigentlich erstmal nur noch. Das andere, da müssen wir mal gucken, wie wir das am besten finden. Ich hatte mir das auch nochmal angeguckt, aber ich bin da jetzt nicht wirklich schlau draus geworden. Kartenkammer, na klar. Aber erstmal decken wir vielleicht hier die Gegenstände einmal auf. Wenn wir schon mal hier sind. Oh, alles besser. Brille, Handschuhe, Hut. Da haben wir die Brille. 104. Erhöhter Schaden mit Crucio. Das ist nicht schlecht. Aber die Brille, die legen wir immer ganz schnell wieder ab. Und der Hut. Erhöhter Schaden mit Defindo. Okay. Auch da können wir, glaube ich, sagen, soll Jason erstmal so bleiben. Okay, dann auf zur Kartenkammer. Und wir schauen mal, wie es hier weitergeht.
Hoffentlich hat Professor Fig meine Eule bekommen. Er und die Hüter müssen von Ranrock und dem letzten Behältnis erfahren. Laut der Eule, die ich erhalten habe, bewegt sich Ranrock schneller, als wir es erwarten konnten. Eine wahrlich schlechte Nachricht. Wir hatten uns mehr Zeit erhofft, um das beste Vorgehen zu besprechen. Hören wir, was das Kind zu sagen hat. Professor, Sie haben eine Eule erhalten. Ranrock hat das letzte von Bragbors Tagebüchern. Er hat Lodgok dafür getötet. Er weiß, wo das letzte Behältnis ist. Bei Godrics Herz. Lodgok und Ranrock waren Brüder. Lodgok wollte mir das Tagebuch bringen. Ranrock ist ein Monster. Wir müssen wissen, wo das letzte Behältnis ist. Das ändert die Lage wirklich. Ranrock hat Bragbors Tagebücher und weiß, wo das letzte Behältnis ist. Wir haben Bragbors Gedächtnis gelöscht. Er führte Tagebuch? Aber warum hat er alles festgehalten? Er wusste nicht, was wir versteckt hielten. Ja, wir nehmen Isidora vielleicht mal in Schutz. Ich weiß es leider nicht. Ich habe die Bücher nicht gelesen. Ich fürchte, Sie haben recht. Die Lage könnte besser sein, aber wir können nicht warten. Ich frage Professor Rackham, wie wir weiter vorgehen sollen. Gemessen an den Erinnerungen, die er gesehen hat, denke ich, dass unser junger Freund sich der Schwere der Lage durchaus bewusst ist. Die nächste Prüfung erfordert außergewöhnlich hohe Zauberkunst und auch einen differenzierten Umgang mit Tierwesen. Finden Sie ein Antlitz aus Stein und Ranken. Ich sollte erwähnen, dass Sie mit jedem Tierwesen bei dieser Aufgabe allein zurechtkommen müssen. Professor Bakar trifft Sie bei seinem Denkarium. Okay, das kriegen wir schon irgendwie. Eine außergewöhnlich hohe Zauberkunst? Ein differenzierter Umgang mit Tierwesen? Wir sollten uns wohl auf die Suche nach einem Antlitz aus Stein und Ranken machen, was das auch sein mag. Also gut. Professor Weasley behält mich im Auge. Vielleicht sollten wir uns dort treffen, damit sie keinen Grund hat, bei Professor Black Bedenken anzumelden. Wir treffen uns bei der Küste. Eine gute Idee. So, wir schauen aber noch mal in Hogsmeade vorbei, würde ich sagen. Und gehen hier zum Sportbedarf. Da sollten wir uns jetzt auch die nächste Besenverbesserung holen können. Oh, hallo. Ohne Sie hätte ich die Besenverbesserung nicht so perfekt hinbekommen. Wie immer habe ich für Sie einen Sonderpreis. Sehr schön. Besenverbesserung Stufe 3, 7500 Goldstücke. Die Zusammenarbeit war großartig. Danke, dass Sie an mich geglaubt haben. Dann können wir das nämlich auch gleich nochmal nutzen und unsere restlichen Ausrüstungsgegenstände verkaufen. Danke fürs Vorbeischauen. Hoffentlich bis bald. Ja, kein Problem. Und tschüss. So, und auf der Weltkarte gibt es auch irgendwo noch mal eine Nebenmission. Wir halten mal die Augen ein bisschen offen. Okay, hier schon mal nicht. Vielleicht hier unten irgendwo. Sehe ich jetzt aber auch nichts. Könnte natürlich sein, dass wir näher ran müssen. Um die zu sehen. Da ist noch ein Ort alter Magie. Was haben wir da noch? Ein berüchtigter Gegner ist da noch. Aber wir haben schon echt viel entdeckt hier. Das muss ich ja schon sagen. Ja, Hogsmeade. Hier oben ist auch nichts. Okay, komisch, dass die Fahne da angezeigt wird. Weltkarte. Aber vielleicht liegt es auch daran, dass wir den Auftrag hier haben.
Baneburg haben wir noch gar nicht entdeckt. Ah, da hatten wir, glaube ich, aufgehört zu entdecken. Also starten wir hier von Marunvim. Ja, und jetzt müssen wir auch den restlichen Landabstrich nochmal so ein bisschen erkunden. Ah, verkehrt. Reverio. So, hier unten wäre schon mal eine Höhle, ein Schatzgewölbe. Ach, da müssen wir uns unsichtbar machen. Dann komm auch rein. Das könnte gefährlich werden, wenn ich nicht aufpasse. Ja, warten wir mal ab. Das ist bestimmt nur eine Truhe. Revelio. Oh, okay, doch. Confringo. Das ging aber schnell. So, das Schatzgewölbe hätten wir geplündert. Revelio. Ach, guck mal, jetzt haben wir auch hier eine Nebenmission. Alohomora. Ich würde sagen, wir schauen uns ein bisschen im Dorf um. Und plündern hier die Häuser. Revelio. Okay, scheint nur die eine Kiste zu sein. Oh ne, hier ist auch noch eine. Kürbislaternen haben wir freigeschaltet. Wie schön. Alohomora. Ist natürlich wieder alles abgeschlossen hier. Ein Tagebucheintrag von einem Mitglied der Aschwinderinnen. Es ist jetzt 2 Wochen her, dass Rockwood mich in dieses verfluchte Anwesen verbannt hat, um als Wachposten zu fungieren. Ich glaube, das soll irgendeine Art von Bestrafung sein. Warum sonst sollte er mich beauftragen, nur mit den Toten als Gesellschaft dieses öde Dorf zu überwachen? Seit meiner Ankunft ist es mir nicht gelungen, den Durst zu beseitigen, der in den Räumen dieser zu groß geratenen Hütte liegt. Am schlimmsten ist der Keller. Er ist voller Leichen, sie waren mindestens 1 Jahr lang hier eingeschlossen, aber seltsamerweise sind sie nicht verwest. Wie sie gestorben sind, weiß ich nicht, aber je mehr Zeit ich an diesem Ort verbringe, desto seltsamer fühle ich mich. Verkommenheit schleicht sich in meinen Geist, mehr als einmal habe ich mit den Gedanken gespielt, schwarze Magie anzuwenden, um die Körper im Keller zum Leben zu erwecken, um Gesellschaft zu haben oder vielleicht zu meinem Vergnügen. Vielleicht sollte ich mich jetzt zurückziehen, um darüber nachzudenken, vielleicht bin ich nicht mehr alleine. Anne ist besorgt. Sebastian. Revelio. Wenn sie sich mit ihm in der Katakombe trifft. Aber jetzt bittet er sie, sofort mitzukommen. Und zwar allein. Sie sagt, er klinge nicht wie er selbst. Wir treffen uns in der Katakombe, sobald es möglich ist. Ich hoffe, mein Federkiel hat meine Botschaft klar ausgedrückt. Machen wir Ominous. Alohomora. Ja, das klingt gar nicht gut. Vielleicht verliert Basti auch so ein bisschen seinen Verstand. Sehr gut. Oh,
Okay, ich glaube, damit haben wir noch nicht alles. Hier ist noch was. Aber wie kommen wir da rein? Das ist die Frage. Was haben wir denn hier? Ein Demigeist. Einen Demigeist. Da. Ja, auch den nehmen wir einfach mal mit. Müssen wir halt nochmal warten, bis es abends ist. Dann können wir auch den Demigeist-Mond mitnehmen. Okay, Leute, und wir sind wieder am Ende der Folge angelangt. Würde mich freuen, wenn ihr zur nächsten Folge wieder einschaltet. Lasst gerne ein Like oder Kommentar da, wenn euch die Folge gefallen hat. Da würde ich mich auch sehr drüber freuen. Bis zum nächsten Mal.